Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Freiheitsboten, ihr lieben Menschen. Ich begrüße euch ganz herzlich und ich bin wahnsinnig aufgeregt und bitte verzeiht mir einige Versprecher, die vielleicht kommen werden. Ich bin Sabrina Kollmorgen, 48 Jahre alt. Ich bin Mutter von zwei ganz wunderbaren Söhnen. Ich bin Krankenschwester, ich bin Christin. Und ich klage an, dass die Unmenschlichkeit sich über Corona, über diese herbeigeführte Pandemie entladen darf, dass die Unmenschlichkeit im Vordergrund steht. Und ich habe lange vor Corona bin ich gegen Missstände auf der Intensivstation vorgegangen und habe nach über 23 Jahren die Intensivstation eines großen Unternehmens hier in Berlin verlassen. Und ich bin dann als Leasing-Schwester unterwegs gewesen in den Kliniken, als Corona schon aktuell das große Thema war. Und ich bin von einem Schock in den nächsten gefallen. Die Patienten, die auf der Station lagen mit schwerer Atemnot, mit Herzproblemen, es ging nur noch um Abstriche, um Corona, um Maskenpflicht, FFP2. Und ich konnte es einfach nicht ertragen, dass Angehörige auch nicht zu ihren sterbenden und schwerkranken Angehörigen und Patienten gelassen worden sind. Ich habe mich dagegen gestellt, oftmals ganz allein in einem großen Team, bin Spießruten gelaufen, habe Angehörige zu ihren Patienten gelassen, weil ich es nicht aushalten konnte, dass die Menschen voneinander getrennt werden in einer Phase, wo es so wichtig ist, zusammenzuhalten und da zu sein. Ich habe den Patienten die Masken abgenommen und ich habe mich geweigert, Abstriche zu machen. Ich wollte in diesem System einfach nicht mitmachen. Ich selbst bin bis zum heutigen Tag ungetestet, unmaskiert und ungeimpft und das bleibt auch so. Und weil ich diese Entscheidung für mich getroffen habe, gehe ich heute in einer Weinbar arbeiten. Ich werde Ferienwohnungen sauber machen und vielleicht als Sprechstundenhilfe bei einer Ärztin anfangen. Das ist für mich alles kein Problem, solange ich es in Würde mache und ich mache es weiter. Ganz kurz. Ich klage auch weiterhin an, dass wir Pflegekräfte in den Zeiten, als die Fallpauschalen eingeführt wurden und es nur noch um Abrechnungsbetrug, habe ich Abrechnungsbetrug gesagt? Ja, ja. Und oftmals sinnlose Untersuchungen gingen. Es tut mir leid, es fällt mir gerade ein bisschen schwer. Ich bin sehr emotional geladen. Im Moment habe ich hier ganz schwere Zeit. In dieser Zeit sind wir vor dem politischen Karren gespannt worden, haben plötzlich wir Pflegekräfte eine Bühne bekommen und wurden beklatscht, bejubelt und gefeiert als Helden der Nation, systemrelevant. Und ich habe gedacht, das kann ich gar nicht glauben. In den Jahren zuvor hat sich nämlich niemand für uns interessiert, unter welchen Umständen wir arbeiten müssen, an welchem Limit wir gehen, wie viele Dienste wir haben, wie viele Überstunden, wie viele Patienten wir versorgen müssen, obwohl wir es eigentlich gar nicht mehr geschafft haben, haben wir es trotzdem getan und wir waren quasi unsichtbar für alle. Für alle waren wir unsichtbar und plötzlich bekommen wir diese Bühne. Und da mache ich nicht mit. Ich fand es furchtbar, dass Leute sich darüber gefreut haben, auch die eigenen Kollegen aus eigenen Reihen. Ich konnte es einfach nicht verstehen. Und nach dieser Bühne des Beklatschens und Bejubelns kam das nächste Drama, der nächste Schock, auch für mich persönlich, weil ich es selbst erlebt habe auf den Stationen. Ich bin angefeindet worden als Gefährder und als todbringender Engel sozusagen, weil ich mich nicht impfen lasse und weil ich nicht getestet bin und weil ich keine Maske trage, schütze ich nicht die Patienten und meine Mitmenschen. Ich bin unsolidarisch und unverantwortlich. Obwohl ich bis jetzt, bis zum heutigen Tage, wenn ich es denn noch dürfte, meinen Beruf mit Liebe und mit Verstand ausgeübt habe, genauso wie meine Kollegen, die hier stehen, alle von der Pflege, so viele Ärzte, die ich auch kenne. Die ganz mutig weitermachen unter dem Radar und jetzt eben genau das sammeln und dokumentieren, was so wichtig ist. Das Argument gegen die Impfpflicht, sie ist menschenfeindlich und menschenverachtend.
Und ich verstehe nicht, wie es möglich ist, dass diese Menschen nicht gehört und nicht gesehen werden. Ich begreife es nicht, dass man sie nicht in ihre Entscheidung einbezieht. Und ich werde immer dafür einstehen. Ich werde alles tun, um für meine Patienten, für meine Familie, für meine Freunde und für alle Menschen da zu sein und das zu tun, was wichtig ist, was sie brauchen. Liebe, Wärme, Zuwendung und wahre Fürsorge. Was mir besonders am Herzen liegt, sind die Kinder. Ich habe in meinem Umfeld zwei Erlebnisse, die möchte ich mit euch jetzt gern teilen und auch die berühren mich emotional so sehr, dass ich nachts gar nicht mehr schlafen kann. Das ist zum Ersten, ein Freund rief mich an und sagte, ich fahre meine Schwägerin ins Krankenhaus, sie ist hochschwanger, ihre Fruchtblase ist geplatzt und sie muss entbinden. In der Charité hat man sie rausgeworfen, weil sie nicht angemeldet gewesen ist und sie sollte draußen warten. Das Fruchtwasser lief ihr die Beine runter, sie hatte Wehen, sie hatte Schmerzen, sie hatte Angst, denn sie bekommt gerade ihr Kind. Er hat mich angerufen und hat gefragt, hast du eine Idee, wo können wir hin? Ich habe gesagt, dann fahrt die Anthroposophen nach Havelhöhe. Auch da wurde sie im Kreissaal abgewiesen und ich habe gesagt, dann geht in die Rettungsstelle, vielleicht gibt es da eine Möglichkeit. Zumindest wurde sie dort erst einmal untersucht. Aber wichtig war auch natürlich der Schnelltest. Die Ärztin war zumindest so freundlich und hat drum telefoniert, in welcher Klinik diese entbindende Frau unterkommen kann. Ich habe mich sofort auf den Weg gemacht, bin hingefahren, habe telefoniert von unterwegs und habe die Information bekommen, dass das Waldkrankenhaus in Spandau Kapazitäten hat. Wir sind also hingefahren, an dem Einlasser vorbei, ein Security-Mensch, der uns auf die Maskenpflicht FFP2 aufmerksam machte. Und wir sind einfach weiter. Meine Wut wurde immer größer, weil ich das nicht verstehen konnte. Ich bin mit einer Frau unterwegs, die Schmerzen hat und Wehen und Fruchtwasser verliert. Und was ist wichtig? FFP2. Wir sind im Kreissaal angekommen. Unmenschlich. Ich finde keine Worte. Ich habe tiefste Verachtung für diese Vorgehensweise. Und ich verstehe nicht, dass diese staatlich angeordnete Gewalt einfach von Menschen umgesetzt wird. Wir sind alles Menschen. Und warum tun sie es? Ich verstehe es bis heute nicht und werde es auch nicht verstehen. Wir sind im Kreissaal angekommen. Und die Hebamme, die uns in Empfang genommen hat, hat uns auch auf die Maskenpflicht hingewiesen. FFP2 und wo ist der Test? Ich hätte fast die Nerven verloren. Sie hat das Kind bekommen, beide sind gesund, alles ist gut. Die zweite Sache ist eine ganz wundervolle Freundin von mir, eine großartige Künstlerin, leider schwer erkrankt, mit einem Kind mit ganz besonderen Begabungen, 13 Jahre alt, in einer Schule für besondere Kinder auf dem Gelände des DRK-Klinikums Westend. Die Maskenpflicht für diese Kinder ist der absolute Horror, denn sie verstehen es nicht und sie können sich nicht frei bewegen. Sie sind eingeschränkt, sie fühlen sich nicht wohl und sie wissen überhaupt nicht, was da passiert. Jetzt, als kurzzeitig einmal die Maskenpflicht gefallen ist, war die Freude riesengroß. Einige Tage später hieß es, Maskenpflicht für diese Kinder im Flur, auf dem Weg zur Toilette, auf dem Weg in den Speiseraum und auf dem Weg zum, Schulhof. Dieses Kind hat völlig die Nerven verloren. Und war im Ausnahmezustand und mein Herz bleibt fast stehen, wenn ich diese Geschichten höre, denn es betrifft so viele. Und es wird einfach gemacht. Die Lehrer, die Pädagogen, die Erzieher und so viele Ärzte und leider auch Pflegekräfte, die da mitmachen. Und ich frage mich, was ist los, dass diese staatlich angeordnete Gewalt an Menschen, wir sind alles Menschen, dass das so umgesetzt wird. Ich kann mich nie wiederholen, ich verstehe es nicht und ich werde im Leben da nicht mitmachen. Deswegen stehe ich da heute, wo ich heute bin, gehe in einer Weinbar arbeiten, Ferienwohnungen sauber machen und in einer Arztpraxis arbeiten.
als Intensivkrankenschwester und ich spreche dafür meiner Kollegen, die hier so mutig und so tapfer stehen. Wir wollen keine Bühne, wir wollen nicht beklatscht werden. Wir wollen Respekt und Anerkennung und wir wollen wieder Menschlichkeit und wahre Fürsorge. Wir möchten das machen, was wir gelernt haben, für die Menschen da sein. Wir möchten nicht gegen ihren Willen handeln müssen. Wir tun es einfach nicht und deswegen sind wir alle hier. Zurück zur Menschlichkeit, zurück zur Liebe, zur Wärme und zur Fürsorge. Und dafür stehe ich für euch alle hier. Und ich danke, dass ihr mir zugehört habt. Vielen Dank. Ja, wow. Auch noch ein großes Danke von mir, liebe Sabrina. Und wie gesagt, wie ich vorhin sagte, sie wird gerade massivst angefeindet, weil sie so mutig ist und sich stark fürs medizinische Personal macht. Und deshalb schenken wir alle, jetzt mal alle ein Herz für Sabrina, dass sie sich von diesen Idioten nicht unterkriegen lässt und einfach einen Scheiß.